Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie, euch alle herzlich zu diesem sicher sehr spannenden Abend. Mein Name ist Heidrun Chen. Ich bin praktische Ärztin in Baden und bin bei Doctors for Future, außerdem natürlich auch bei Health for Future für Wien. Wir haben das Glück, dass sich jetzt in Österreich bereits drei Ortsgruppen gebildet haben. Begonnen hat es in Graz schon im September 2019. Mittlerweile gibt es auch in Innsbruck und in Wien Health for Future Gruppen. Gut, und damit möchte ich gleich überleiten zu unserem ersten Vortragenden heute, Herr Diplom-Ingenieur Dr. Harald Frey. Er hat Bauingenieurwesen in der Fachrichtung Verkehrswesen und Infrastrukturplanung an der Technischen Universität Wien studiert und hat dort dann im Jahr 2010 promoviert zum Doktor der Technischen Wissenschaften. Er arbeitet am Institut für Verkehrswissenschaften der Technischen Universität Wien im Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik. Und seine Forschungsschwerpunkte sind vor allem die Verkehrserhebung und Befragung, Verkehrskonzepte, Machbarkeitsuntersuchungen, Verkehrsmodellierungen, Verkehrs- und Siedlungsplanung sowie die E-Mobilität. Dann freue ich mich sehr auf deinen Vortrag. Wird sicher toll. Ich habe auch gelesen, dass du im Jahr 2018 den Best Lecture Award an der Fakultät für Bauingenieurwesen bekommen hast. Also freuen wir uns schon sehr auf deinen Vortrag. Vielen Wenn Dank, du vielen Dank für die Vorstellung und auch die Einladung, da dabei sein zu können. Also das Thema Mobilität und Gesundheit beschäftigt natürlich einen Verkehrsplaner intensivst und eigentlich immer stärker werdend, weil das Thema natürlich über eine Vielzahl an Bereichen, die die menschliche physische und psychische Gesundheit beschäftigen, lange Zeit eigentlich nicht im Fokus der klassischen Verkehrsplaner war. Es wurde ja bereits angesprochen, ich bin von der Ausbildung Bauingenieurwesen, also ein technisches Studium, die sich damit beschäftigen, wie breit ist die Straße, wie muss sie entwässert werden, welcher Aufbau muss die Straße haben von der Gesteinskörnung oder der Asphaltqualität, aber nicht natürlich mit den Folgen ihrer Handlungen und die sind bei dem Element, das natürlich im Verkehr prägend ist, nämlich dem Menschen maßgeblich. Das heißt, eine Verkehrsplanung, die das berücksichtigt, muss sich natürlich vielfach auch mit dem Menschen, seinen Voraussetzungen, seinem Verhalten, seiner Ausstattung auch auseinandersetzen. Und insofern freut es mich, hier heute auch dabei sein zu können. Ich habe auch ein bisschen wieder bei mir im Fundus gekramt, im Zusammenhang mit Mobilität und Gesundheit. Und es ist ja eigentlich ein Thema, das ursächlich seit Millionen Jahren miteinander verknüpft ist, nicht nur bei Menschen, auch im Tierreich. Und eigentlich hat dort überall Mobilität eine sehr, sehr positive Auswirkung implizit auf die Gesundheit gehabt. Man musste mehr oder weniger mobil sein. Und die Menschen waren eigentlich über 7 oder mehr Millionen Jahre in einer Art und Weise mobil, die eigentlich ihre Gesundheit meistens sehr zuträglich war. Sie hatten eigentlich einen sehr, sehr guten Rückkopplungsmechanismus über unsere physiologische Ausstattung. Das heißt, wenn man begonnen hat zu laufen über längere Zeit und längere Distanzen, dann hat man irgendwann mal begonnen drauf zu kommen, aha, ich werde müde, ich brauche mehr Sauerstoff, es gibt einen Erschöpfungszustand. Und die hat uns dazu veranlasst, zu rasten, Pause zu machen, was auch immer. Also eine sogenannte stabilisierende Rückkopplung in dem Prozess. Und in diesem Zeitraum war eigentlich Mobilität und Gesundheit sozusagen nicht das Thema in der Art und Weise, dass es diskutiert wurde, wie es heute unter den vielfach negativen Folgen der Art und Weise, wie wir heute im Verkehr unterwegs sind, wie wir mobil sind, diskutiert wurde. Das heißt, wir waren eigentlich hier relativ lange Zeit im Einklang mit der Natur. Wir waren 6 bis 8 Millionen Jahre zu Fuß unterwegs. Die Strukturen, die wir entwickelt haben, sei es unsere Siedlungen, unsere Städte, waren eigentlich alle auf diesen Strukturen des Zu-Fuß-Gehens geprägt. Und damit war das eigentlich, man sieht es ja an den Zeitrahmen, ein sehr, sehr erprobtes und stabiles System und damit auch verlässlich. Also man hat schon gewusst, wenn man längere Distanzen zurücklegt,
Da muss man sich ein Proviant mitnehmen, da muss man sich ausstatten oder man hat die notwendige Ausstattung auch und Voraussetzungen, um das überhaupt bewältigen zu können. Und das hat sich natürlich dann mit den technischen Verkehrssystemen, zuerst nur der Eisenbahn und der Dampfeisenbahn und dann später natürlich vor allem durch den Verbrennungskraftmotor und den Kfz-Verkehr und der sogenannten Massenmotorisierung in den Städten natürlich dann drastisch verändert. Gerade was die Gesundheitsaspekte natürlich betrifft, das sind alles kleine fahrende Fabriken, wenn man so will, die Schadstoffe emittieren, die Lärm emittieren, die Verkehrsunfälle verursachen. Und man ist relativ rasch auch draufgekommen, dass das wenig kompatibel mit den menschlichen Grundbedürfnissen und Voraussetzungen ist. Dennoch, wie in vielen anderen Bereichen auch, hat hier dieses technologische Wunder und die vielleicht Faszination auch vor allem von der Geschwindigkeit, der Fortbewegung mit hohen Geschwindigkeiten ohne nennenswerten Körperenergieaufwand natürlich in einer Art und Weise fasziniert und tut es ja bis heute noch, dass wir einen Rechtsrahmen geschaffen haben. Man denke nur heute an gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen, die noch immer dem Autoverkehr oder dieser Form der flächenintensiven und ressourcenintensiven Fortbewegung eine Vorfahrt einräumen in vielen Bereichen oder in fast allen Bereichen der Gesellschaft. Ein paar werde ich dann später ansprechen. Das heißt, diese Rückkopplung eigentlich, die wir haben, wenn wir zu Fuß unterwegs sind durch unseren Organismus, wurde eigentlich ausgeschalten und auf einmal ist man draufgekommen, wenn ich schnell sein will, dann kann ich das auch sein. Ich brauche nur ohne viel Körperenergieaufwand ein Gaspedal betätigen und die Maschine bewegt sich. Und was dahinter natürlich stattfindet und woher die Energie kommt, die externe sogenannte, darüber hat man sich wenig Gedanken gemacht, aber es war dann natürlich diese selbstverstärkende Rückkopplung, die uns ja bis heute fasziniert. Und diese steigenden Geschwindigkeiten im System haben natürlich die ganzen Rahmenbedingungen verändert und verändern es bis heute. Dinge, die früher in der Nähe waren, die Geschäfte, das Gasthaus, der Kreisler, die Nahversorgung, wurden immer in weitere Distanzen natürlich dann angesiedelt, weil es möglich war. Und mit der zunehmenden Haus-zu-Haus-Geschwindigkeit haben sich eben dann die Reisedistanzen und die Reiseweiten der täglich zurückgelegten Wege massiv verlängert. Das heißt, hier ist bis heute natürlich eine massive Form der Zwangsmobilität entstanden, die gerade im ländlichen und suburbanen Bereich noch viel stärker als in den Städten heute eine Trendumkehr von heute auf morgen eigentlich auch sehr schwierig macht. Also wir versuchen heute, ein sozusagen falsches System mit hohem Energieaufwand täglich natürlich am Laufen zu halten. Und was hier natürlich auch gleichzeitig passiert ist, dass man natürlich die Fläche, die man für diese eine Verkehrsart freimachte, der anderen weggenommen hatte. Also ich werde am Ende auch nochmal darauf zurückkommen, dass das Ganze natürlich auch eine Frage der Flächenverteilung ist. Es geht ja auch im Vortrag um verkehrsgerecht oder um menschengerechte Verkehrsinfrastrukturen. Dass hier also die Form der Fortbewegung, die eigentlich die gesündeste Form der Fortbewegung nicht nur für den Menschen selbst ist, sondern für das Gesamtsystem, Umwelt und Natur, die wurde also und wird nach wie vor an den Rand gedrängt. Die Ausgestaltung autogerechter Siedlungen, nicht nur der Städte. Und das hat sich natürlich im Verkehrsverhalten oder in der Verkehrsmittelwahl bis heute eigentlich niedergeschlagen. Das heißt, der Anteil an der sogenannten aktiven Mobilität, also des Fuß- und Radverkehrs, geht zurück. Beim Radverkehr konnte man in den letzten Jahren ein bisschen wieder die Anteile aufholen. Öffentlicher Verkehr stagniert so, aber der Anteil im Autoverkehr natürlich bei den zurückgelegten Wegen, der ist explodiert. Allein nur seit den letzten 3 Jahrzehnten würden wir das vergleichen, natürlich mit den 50er, 60er Jahren, haben wir eine drastische Steigerung. Also die Zahl der zurückgelegten Kilometern heute beträgt in etwa 40 Mal so viel im Autoverkehr, wie es noch Anfang der oder Mitte der 50er Jahre war. Und natürlich führen diese Systeme zu extremen Veränderungen im Mobilitätsverhalten und zu massiven Barrieren, letztendlich also zu Konsequenzen im System, die auf den Menschen natürlich zurückwirken. Und auf das möchte ich jetzt in dem ersten oder in diesem Teil ein bisschen auch eingehen, nämlich das Thema auch von den gesundheitlichen Aspekten ein bisschen beleuchten. Was sind die Konsequenzen eigentlich dieser Entwicklung? Ich habe ja nur eine halbe Stunde Zeit, aber im Grunde genommen ist das natürlich ein Themenbereich, über den sich mehrere Semester von Vorlesungen füllen ließen. Ich möchte nur ein paar Themenbereiche streifen. Vieles können wir vielleicht dann auch nachher in der Diskussion noch im Detail auch
erörtern. Also es geht um die direkten und indirekten Auswirkungen des Verkehrs. Auf der einen Seite klarerweise durch den Ressourcenverbrauch, ich habe es bereits erwähnt, Fläche, Luft, Wasser, Energie. Die direkten Auswirkungen, die wir heute in diesem Form des technisch geschaffenen und eigentlich, wenn man so will, vom menschlichen Maßstab her deformierten Verkehrssystem betrachten, Schall, Abgase, Flüssigkeiten, feste Emissionen und letztendlich auch der indirekten Auswirkungen, die sozusagen meistens schwieriger zu quantifizieren sind, weil die Untersuchungsgebiete größer sind, weil es Bezug auf der globalen Ebene gibt und damit natürlich eine viel stärkere Interdependenzen im System, also die zum Teil auch qualitative, man denke nur an Dinge wie Biodiversität, man denke an Dinge wie Zerschneidungswirkung von Autobahnen, die indirekte Auswirkungen dieser Formen der Verkehrsinfrastruktur. Klimaschäden, Umweltschäden sind da angesprochen worden. Wir denken an die Zerstörung, Schäden am Lebensraum des Menschen bei Kulturgütern und letztendlich auch die Auswirkungen auf das Sozialgefüge, das menschliche Leid durch Unfälle, Gesundheitsschäden und so weiter. Es gibt eine Vielzahl oder eine Fülle an Untersuchungen, die, das ist wahrscheinlich bekannt, zum Thema Auswirkungen von unterschiedlichen Mobilitätsformen auf der Gesundheit, auf die Gesundheit des Menschen. Ich möchte nur da ein paar exemplarisch streifen, nämlich wie wichtig beispielsweise die Bereiche aktive Mobilität ist, das heißt zu Fuß gehen, Radfahren, welche Auswirkungen die natürlich auf Gewichtszunahme, auf Adiposität haben, auf eben hier vor allem auch aus England hier, Body Mass Index, all diese Geschichten. Also hier dieser positive Einfluss eben auf die Gesundheit zu Fuß gehen und von Radfahren. Aber auch sozusagen Langfristwirkungen, man sieht es unten auch an dem Beispiel auch auf Demenz, Parkinson, also welche Auswirkungen haben bestimmte Formen der Infrastrukturen beziehungsweise ihre Emissionen hervorgerufen durch hohe Kfz-Verkehrsstärken, durch Lärm, durch Abgase auf die menschliche Gesundheit. Es gibt eigentlich auch von einem großen EU-Projekt eine der relativ bekannten Langzeitstudien. Man sieht es hier unten nur ganz kurz, also wo wirklich mehr als 300.000 Fälle auch untersucht worden sind, anhand von den 14 Städten auch weltweit. Also man sieht es auch hier, also die physische Inaktivität oder körperliche Inaktivität, also hier für mehr als 5 Millionen Tote jährlich, eben sozusagen durch eine Vielzahl an multiplen Effekten, die da dahinter stehen. Und auch da nur ganz kurz, ohne im Detail jetzt darauf einzugehen, man sieht es also auch zum Beispiel, wie Siedlungsgebiete gestaltet sind, wie weit die Entfernung zur Haltestelle des nächsten öffentlichen Verkehrs ist, wo sind Parks hier, zum Beispiel Number of Parks contained or intersected innerhalb von 500 Metern. Also es gibt hier eine Vielzahl eben an Rahmenbedingungen, die aus der Gestaltung unserer Siedlungsgebiete hier diese Dinge auch beeinflussen. Das heißt, ist eine Infrastruktur da, die mir es ermöglicht, bestimmte Dinge auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen? Oder, ich habe vorher den Begriff der Zwangsmobilität auch angesprochen, muss ich eigentlich ins Auto steigen, um überhaupt meine täglichen Bedürfnisse, meinen Bedarf zu erreichen. Das ist diese Studie noch einmal, ich habe es vorher angesprochen, diese Effekte, also Langzeiteffekte, wirklich in 22 europäischen auch Städten dieses großen EU-Projekts und vieler Metastudien eigentlich, die hier ausgewertet worden sind über einen langen Zeitraum, wo man eben sieht, rechte Skalenseite auch, also vom Konfidenzintervall 95%, man sieht also hier, dass eben hier eine eindeutig höhere Mortalität, Sterblichkeit gibt bei zunehmender Luftverschmutzung. Vielleicht ganz kurz zu den Emissionen, die werden ja auch in anderen Vorlesungs- oder Vorträgen hier auch noch einmal im Detail behandelt, aber was sind sozusagen die Hauptprobleme heute im Verkehr bei den Emissionen? Stickoxide nach wie vor, gar nicht so in der Zwischenzeit aus dem Lkw-Verkehrsbereich, hier wurden eigentlich noch seit den Mitte der 2010er Jahre auch deutliche Fortschritte erreicht, durch bessere Abgasnormen, vor allem im Pkw-Bereich und hier der Diesel, also beeinträchtigt bekannterweise die Lungenfunktion und schädlich natürlich für den menschlichen Organismus, vor allem verkehrsnah.
Also da ist eine große Diskrepanz zwischen sozusagen der Mittelwerttaktik und dem, was wir eigentlich entlang von großen Verkehrsachsen messen. Man sieht es lokal, ist bis zu 90% der Verkehrsverursacher oder verantwortlich bei diesen Emissionen und dabei eben in etwa in diesem Ausmaß. Im Gesamtsystem relativiert sich's und in der Tendenz natürlich hier liegen viele Hausaufgaben beim Pkw-Verkehr. Auch dazu eine jede Menge an Studien. Man sieht natürlich auch hier wieder, bei verkehrsreichen Straßen steigt die Todesanzahl oder die Zahl der Todesfälle für Herz- und Lungenkrankheiten eben bei Zunahme auch der Stickoxid oder in dem Fall Stickstoffdioxid-Emissionen. Und unten eben auch Sterberisiko niederländischer Männer, in dem Fall zum Beispiel eine Studie, also pro zusätzlich 30 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter. Was ich auch noch kurz in diesem Zusammenhang erwähnen will, ist, dass man sich natürlich zum Teil selbst in die Tasche lügt. Man hat Normen verändert, Stichwort Abgasskandal 2015. Und man sieht an dieser Grafik noch einmal ganz gut, der schwarze Strich waren die gesetzlichen oder sind die gesetzlichen Grenzwerte. Und die Balken sind das, was eigentlich dann wirklich gemessen wurde, was hinten rauskommt beim Fahrzeug. Und man sieht, je schärfer die Grenzwerte wurden, desto, insbesondere relativ gesehen, wurden die Überschreitungen. Also gerade bei Euro 6 und auch bei Euro 5 waren natürlich die relativen Überschreitungen im Vergleich des realen Geschehens zum Grenzwert enorm. Erst mit den neueren Normen versucht man das anzugleichen. Man wird sehen dann auch bei den Real Driving Tests, ob das auch dann tatsächlich in dem Ausmaß auch stattfindet. Man geht jetzt einmal davon aus, aber diese Diskrepanz besteht. Wir haben ja doch auch einen gewissen Fuhrpark, der sozusagen die alten Abgasnormen noch berücksichtigt. Genau, also auch da gibt es natürlich zahlreiche Beispiele, Luftschadstoffe und chronischer nächtlicher Reizhusten bei Kindern, all diese Geschichten. Wie reagiert man am besten darauf? Also ein Beispiel ist natürlich Temporeduktion, klarerweise. Das ist das, was wir ein bisschen auch kennen von IG Luft in Österreich. Also der Versuch hier auch durch die Geschwindigkeitsbegrenzungen die Schadstoffemissionen am Beispiel der Stickoxide zu reduzieren. Das gelingt auch unten, man sieht es ganz gut, 36% beziehungsweise auch von Tempo 100 auf Tempo 80 Reduktion noch immer in der Größenordnung von 20%. Ein anderes Thema ist Feinstaub, auch dazu wird es ja noch einen Vortrag geben, auch nur hier ganz kurz. Ganz wesentlich natürlich der Dieselmotor, die Teilchengröße, auch hier bekannt. Die Emissionen, und das ist die Hauptproblematik, unmittelbar im bewohnten Gebiet, im Gegensatz eben zur Industrie. Und auch da natürlich ein deutlicher Unterschied, was messen wir im Durchschnitt und was misst man an verkehrsnahen Messstationen. Hier ist also durchaus der Anteil der Verkehrsemissionen bis zu 60-95%. Lokal sehr unterschiedlich, aber man sieht auch über die Zeit, es hat sich gebessert. Man sieht es auch in der Entwicklung der ganzen Zählstellen, auch der verkehrsnahen, dass es hier, Stichwort auch Partikelfilter bei den Dieselfahrzeugen, hier doch eine Verbesserung gibt. Hier am Beispiel eben Wien. Die letzten Jahre, kann man sagen, die letzten 10 Jahre durchaus hier unter dem EU-Grenzwert. Das Thema CO2 habe ich deswegen auch mit reingenommen. Es ist ja kein Abgas, also kein direkt schädliches, aber ein indirekt schädliches Abgas, Abgase des Verkehrs, nämlich über die Folgewirkungen des Klimawandels, klarerweise. In dem Rahmen brauche ich das auch nicht erwähnen. Aber man sieht einmal, wo die Problematik, wo wir sind im Bereich Verkehr. Wir haben im Grunde genommen, wir hätten 2020, hätte es jetzt nicht Covid gegeben, wieder oder dieses All-Time-High aus 2005 bei den verkehrsbedingten CO2-Emissionen in Österreich wahrscheinlich erreicht und überschritten. So waren wir 2019 knapp daran. Also 24 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, die wir hier ausstoßen, und man sieht, wo man eigentlich hin muss. Das heißt, es ist eigentlich eine ziemliche Größenordnung, in der wir uns da verändern müssten. Was ist das eigentlich, wenn wir 24 Millionen Tonnen CO2 hören? Das scheint das eine extrem große Größe zu sein. Eine Tonne CO2 entspricht in etwa 6.000 bis 8.000 Kilometer mit dem Fahrzeug gefahren. Also jetzt kann man es ausrechnen, wir müssten eigentlich 6.000 Mal diese 24 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren. Das heißt, eine Tonne CO2 sind in etwa 6.000 bis 8.000 Kilometer mit dem Auto im Durchschnitt.
Und jetzt kann man sich ausrechnen, wie viel wir da eigentlich reduzieren müssen. In etwa 2/3 von den 24 Millionen Tonnen, weil 1/3 ist in etwa aus dem Güterverkehr. Aber das ist natürlich enorm. Das heißt, jeder von uns, ich habe das mal so überschlagsmäßig ausgerechnet, müsste, oder jeder, der ein Auto besitzt in Österreich, müsste ab sofort jedes Jahr 300 Kilometer, und zwar weniger im Vergleichszeitraum zum Vorjahr, bis letztendlich null, jedes Jahr 300 bis 400 Kilometer weniger fahren, je nachdem, welche Antriebstechnologie dann zur Verfügung steht oder verwendet wird. Und auch beim Thema CO2 wird natürlich gelogen, muss man sagen, wie schaut die eigentlich, man sieht die Ist-Situation 2001 im Vergleich zu 2013 und man sieht hier den Unterschied zwischen dem, was sozusagen aus dem Spritmonitor versus dem, also der tatsächlichen CO2-Emissionen, dem gegenübergestellt wird, was die Herstellerangaben sind. Und man sieht, 2001 war die Abweichung noch so circa bei 7%. Und je geringer die durchschnittlich angegebenen CO2-Emissionen laut Werbebroschüre oder laut Fahrtenbuch werden, desto höher werden auch hier die Abweichungen. Also hier billigt man einfach der Industrie diese Möglichkeit zu, zwischen dem, was sie am Papier vorgibt und dem, was im realen Betrieb stattfindet, dass hier es enorme Diskrepanzen gibt. Und das merkt man natürlich dann in den System, im Gesamtsystem eigentlich. Genau, und das Spannende ist vielleicht auch, also indirekte Tote durch eben Climate Change im Hinterkopf habend auch diese Geschichte, auch das habe ich irgendwann mal gefunden hier, Fossil Fuel Combustion is driving indoor CO2 toward levels harmful to human cognition. Also auch diese indirekten Auswirkungen dann einfach, welche Folgen diese eben Verbrennung fossiler Kraftstoffe und die CO2-Emissionen aus dem Verkehr und eben fossilen Brennstoffen dann haben werden. Das Thema Lärm ist auch ein ganz entspannendes, auch hier das Thema natürlich der Gesundheitsschäden von eben kreislaufbedingten Erkrankungen, Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit, all diese Dinge eben bis zur Beeinträchtigung natürlich im sozialen Verhalten. Und wir haben hier ein Beispiel einer Lärmkarte, das kann man sich in Wien anschauen, ist ja öffentlich, wie man eben sieht hier, wie sind die Tages-, wie sind die Nachtwerte und wie verlärmt eigentlich das gesamte Stadtgebiet ist. Und der Verkehrslärm ist eigentlich auch die Störquelle, die bei den Befragungen auch immer aus der subjektiven Sicht angegeben wird, der Bevölkerung, dass sie eben eine wesentliche oder zentrale Störquelle ist. Und das Problem ist eben in dem Zusammenhang, wir messen auch immer sozusagen den äquivalenten Dauerschallpegel, aber im Grunde genommen ist dieses Problem der Spitzen. Ich habe das einmal selber gemessen, eine Nacht lang im Ennstal auch, wo halt dann alle 10 Minuten, alle 8 Minuten, alle 15 Minuten ein LKW die ganze Nacht durchfährt. Und jeder reißt einem eigentlich dann einer mit 70, 80 dB aus dem Schlaf, hat genauso gesundheitliche Auswirkungen, aber natürlich der Beurteilungspegel, der dann herangezogen wird, ob es dort einen mehr Lärmschutz braucht, ob es dort dann eben einen verbesserten Emissionsschutz braucht, da wird dann eben dieser äquivalente Dauerschallpegel herangezogen. Also eine durchaus eklatante Problematik im Messen und im Zugang zu Messgrößen. Und das steckt vielleicht auch dahinter, hinter dieser ganzen Problematik, nämlich die Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Bewertung. Das heißt also, welchen Wert misst die Gesellschaft einer gewissen Emission zu? Welchen Wert misst sie der Gesundheit zu? Welchen Wert misst sie der Gesundheit in Relation beispielsweise der Fortbewegung, der individuellen Fortbewegung mit dem PKW zu? Und das ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, die hier zu führen ist, die natürlich durch die Wissenschaft und die Messungen auch unterstützt werden kann. Und das zeigt sich auch ganz gut in den, wenn man die Grenzwerte und die Grenzwertentwicklung sich ansieht, also hier auch das Beispiel zum Beispiel, wo sind die EU-Grenzwerte, man sieht es immer in der Klammer, und die WHO-Grenzwerte. Und man sieht hier am Beispiel eben Feinstaub, PM2,5 oder PM10, beziehungsweise auch Ozon oder Stickstoffdioxid, dass die halt zum Beispiel deutlich hier gerade beim Feinstaub unterschiedlich sind zwischen dem, was die WHO für Angaben macht, was Grenzwerte sein sollten, und dem, was beispielsweise EU-Grenzwerte sind. Daneben gibt es natürlich auch noch nationale, die von den EU-Grenzwerten abweichen können, insbesondere nach unten sozusagen, also unterschritten werden können. Hier ein schönes Beispiel also für die europäischen Länder, für ausgewählte, das heißt, wo befindet sich eigentlich der EU-Grenzwert und wo ist der WHO-Grenzwert und was passiert eigentlich dazwischen mit den nationalen Grenzwerten? Wir liegen da irgendwo so in einem guten Mittelfeld, kann man sagen.
Genau, und das ist natürlich auch eine soziale Dimension. Das heißt, mehr als 40% der Haushalte im unteren Einkommensviertel haben zwar kein Auto, sind aber massiv von den Folgen durch eben Lärmemissionen, durch Abgasemissionen betroffen, und zwar überproportional stark. Man könnte auch salopp formuliert sagen, der sich's richten kann oder der sich's leisten kann vielmehr, der zieht natürlich in Gegenden, wo die Belastung nicht so hoch ist, und der versucht natürlich den Folgen zu entkommen, mit den Folgewirkungen natürlich, dass letztendlich wiederum sein Verhalten, weil er fernab irgendwo wohnt, wiederum auch negative Auswirkungen hat. Das Thema Verkehrssicherheit vielleicht auch noch ganz kurz zum Streifen. Natürlich diese alte Geschichte, dass also der Fortbewegung einfach und der Verkehrssicherheit der Straßen, so wie sie heute im Regelquerschnitt geplant werden, breite Fahrbahn, schmale Gehsteige, Gehsteigkanten, einfach zu Todeszonen umfunktioniert worden sind und nach wie vor sind und auch rechtlich durch die Straßenverkehrsordnung so abgesichert sind. Auch hier sieht man natürlich zum Beispiel, wir haben in etwa weltweit bis zu 50 Millionen sozusagen Verletzte bzw. Leiden von körperlichen Einschränkungen zusätzlich zu diesen in etwa rund 1,2 bis 1,3 Millionen Toten direkt durch den Straßenverkehr. Es ist mittlerweile also die häufigste Todesursache für Kinder und junge Erwachsene im Alter von 5 bis 29 Jahren. Und die 8 häufigste Todesursache über alle Altersgruppen. Und man sieht auch hier, also es gibt ja immer so Rankings auch, wie schaut das in bestimmten Städten aus? Und wenn man hier genau schaut, Linz ist drinnen, Graz ist drinnen relativ weit unten. Wien ist auch relativ weit unten hier bei 3,9 Unfällen pro 100.000 tageszeitlicher Population. Genau, und bringt mich eigentlich auf das zurück, mit dem ich auch begonnen habe, nämlich die Rolle und die Verantwortung jener, die diese Infrastrukturen planen, erhalten und auch letztendlich argumentativ verteidigen in Prozessen oder auch in Verfahren, Umweltverträglichkeitsverfahren, strategische Prüfung, Verkehr, all diese Verfahren. Das heißt also, wenn wir Verhalten verändern wollen, und das müssen wir eigentlich, müssen wir Strukturen verändern. Das heißt also, unser Zugang in der Planung, in der Sichtweise, in der Bewertung auch, letztendlich auch in der Wahrnehmung muss sich natürlich auf dieses Ganze verändern. Das heißt also, es gibt ja die alte Geschichte, nicht ich schicke drei Leute durch den Wald, jeder wird etwas anderes erzählen, was er erlebt hat, je nachdem, wie er sozialisiert ist, wie er ausgebildet ist, was er gelernt hat. All das bestimmt natürlich die Wahrnehmung und letztendlich auch das Handeln. Das heißt also, das Handeln heute wirkt immer sozusagen aus der gestrigen Absicht beziehungsweise aus der Zielsetzung natürlich auch heraus. Und diese Zielsetzung sollte eigentlich uns wieder zu diesem alten Bild zurückbringen, eigentlich keine Umwege für Rad- und Fußverkehr, aktive Mobilität fördern. Das bedeutet aber auch einen Paradigmenwechsel in der Planung, nämlich wieder eigentlich dieses Bild, das wir aus den 1920er, 1930er Jahren bis vor Beginn der Massenmotorisierung im Umgang mit den Mobilitätsformen kannten, dass wir dieses Bild auch wieder in der Planung sozusagen herstellen. Ich habe es bereits erwähnt, Fläche ist insbesondere in den Städten ein knappes Gut und nur einmal verfügbar. Das heißt, da geht es um die Aufteilung des öffentlichen Raumes. Und in der Zwischenzeit hat sich natürlich da auch ein bisschen was verändert. Es gibt schöne Beispiele, ich will auch nur zum Ende kommend ein paar dieser Beispiele auch mitgeben, sozusagen der positiven Veränderungsmöglichkeiten, Eisenstadt, Hauptplatz, davor und danach. Das heißt, auch hier hat man natürlich die Planung, hier mit dem Zugang was verändert. Hier hat man aktive Mobilität gefördert, hier hat man natürlich auch Schadstoffe reduziert, all diese Dinge. Stephansplatz, ein bekanntes Beispiel in Wien, und Stephansplatz in den 50er Jahren und Stephansplatz heute. Also es gibt natürlich hier enormes Potenzial und enorme Möglichkeiten, dieses Verkehrssystem zu verändern. Es ist menschengemacht, es ist sozusagen nicht vom Himmel gefallen, es ist ein technisches System und hat natürlich enorme Möglichkeiten, hier auch diese Dinge wieder zu gestalten. Viele Städte haben damit eigentlich in den 60er, 70er Jahren bereits begonnen, Amsterdam, Kopenhagen eben, wie diesen Zugang eben auch verändert haben. Und das hat natürlich auch Folgewirkungen auf die Gesundheit, und zwar positive Folgen in dem Fall. Das heißt, wir brauchen eine entsprechende Bezugsgröße, also einen Maßstab. Und der Maßstab ist eigentlich der Mensch und eigentlich auch ein besonderer Typus des Menschen, nämlich so Kinder und Jugendlichen, insbesondere Kinder,
wenn die sich im Straßenraum, im öffentlichen Raum frei bewegen können, nicht gemaßregelt werden müssen, nicht, wenn sie 5 Schritte machen, gleich in der Todeszone landen, dann ist das auch ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass der Straßenraum eigentlich auch für alle anderen Menschen sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, das sollte eigentlich der Maßstab oder der Indikator sein für unsere Planung. Und die schaut natürlich immer ganz anders aus in der Realität. Und da wären wir bei dieser Wertehaltung natürlich. Und man sieht natürlich, dass wenn solche Strukturen in meinem Umfeld existieren, es sozusagen naheliegend ist, dass die Leute ins Auto steigen und irgendwo hinfahren, wo sich Kinder frei bewegen können. Das heißt, es geht also auch um einen städtebaulichen, um einen gestalterischen Zugang des öffentlichen Raumes. Und bei solchen Beispielen wird er natürlich offensichtlich. Das heißt, wenn sich hier die Kinder nicht bewegen können, sind das auch die Autofahrer von morgen mit all diesen Folgewirkungen. Und auch wenn das natürlich dann ein bisschen überzeichnet ist, aber sozusagen das, was im Tierreich schon verboten ist, nämlich die Käfighaltung, die wird in den Städten nach wie vor praktiziert. Die Autos können draußen sich frei bewegen und die Kinder sperren die Käfige ein. Das heißt, das ist natürlich der völlig falsche Zugang. Und wenn natürlich Grünraum im Nahumfeld massiv reduziert wird, eine schöne Studie aus Japan auch, wie man sieht eigentlich, wie Natur und Freiraum innerhalb von 2 Jahrzehnten drastischst reduziert wird, nämlich gerade der wertvollste Grünraum und Freiraum, der größere zusammenhängende Flächen bietet, dann hat das natürlich massive Konsequenzen auf die Gesundheit, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, aber genauso auf die Erwachsenen. Das heißt also, man sieht hier, dass sich deutliche Veränderungen im System abgezeichnet haben unter diesem Blickwinkel vor allem eines technischen Verkehrssystems. Also man hat sich jahrelang oder jahrzehntelang um diese Straße gekümmert, um die schnelle Fortbewegung in Längsrichtung und hat natürlich hier vergessen, dass die Menschen links und rechts von der Straße wohnen und dass die auch miteinander verkehren. Und man sieht es hier in der alten Studie von Apple Yard, je mehr Autos durch einen Querschnitt fahren, desto weniger Freundschaften und Bekanntschaften habe ich auf der anderen Straßenseite. Bereits ab rund 2000 Fahrzeugen sinkt meine Zahl der Freundschaften und Bekanntschaften auf der anderen Straßenseite um rund 1/3 ab und das nimmt natürlich noch weiter ab. Das heißt, die Fahrbahn wird zu einer massiven Barriere in diesem System und das ist natürlich etwas, was auch massive Folgewirkungen auf die Gesundheit hat. Genau, was entscheidend ist für uns, wir nehmen Qualitäten wahr. Das heißt, die Qualität der Umgebung, die uns umgibt, wir messen zwar die Zeit mit der Uhr, aber im Grunde genommen wissen wir, Zeit ist subjektiv. Das heißt, wenn sie angenehm ist, verfliegt sie oder vergeht sie wie im Flug. Und wenn sie langweilig oder anstrengend ist, dann kommen uns 5 Minuten wie eine Ewigkeit vor. Also wir messen die Qualitäten und das gilt also genauso auch im Verkehrssystem. Das heißt, wenn es ein attraktives Umfeld gibt, dann bin ich eher bereit, längere Wege zurückzulegen, als wie in einem unattraktiven Umfeld. Und man sieht hier, dieser Unterschied ist deutlich. Bis zu 70% kann ich die Leute ansprechen, indem ich ihnen einfach ein angenehmes Umfeld anbiete. Ein beschattetes, ein begrüntes, ein ruhiges Umfeld. Das heißt, es ist viel angenehmer natürlich irgendwo durch einen Wald spazieren, durch einen Park oder durch eine Fußgängerzone wie entlang der Triesterstraße in Wien oder einer anderen stark befahrenen Straße. Also es braucht Plätze, das sind Begegnungsorte, es braucht Kommunikationsräume. Kommunikation ist ja Verkehr und die erste Voraussetzung für Verkehr ist eben Information. Das wird oft vergessen. Und überall dort, wo Räume eigentlich menschengerecht gestaltet sind, funktioniert dieses System eigentlich auch ganz gut. Die Leute kommen in den öffentlichen Raum zurück. Man sieht es hier, wenn das Tempo reduziert wird, gehen nicht nur die Schadstoffbelastungen zurück. Sie reden wieder miteinander, sie beobachten die Leute. Sie verbringen die Freizeit im öffentlichen Raum und das hat auch eine sehr, sehr wichtige soziale Funktion. Und dafür müssen natürlich ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. Ist das nicht der Fall, wird es im wahrsten Sinn des Wortes eng auch. Für die viel gepriesene Mobilitätswende, die kann natürlich nicht stattfinden. Man sieht es ja hier ganz deutlich, wenn so das abgestellte Blech den Raum besetzt, dann natürlich funktioniert diese ganze Geschichte nicht. Und diese Themen sind wahrscheinlich eher auch bekannt, also Flächenverbrauch für ein fahrendes Fahrzeug, für einen fahrenden BKW, wenn einer drinnen sitzt, im Vergleich zum Zu-Fuß-Gehen in der Größenordnung von etwa 1 zu 70 bis 1 zu 80. Das heißt, 80 mal so viel Fläche für der BKW mit 40 km/h, wie wenn ich zu Fuß gehe. Und man sieht es noch immer mit dem Fahrradtempo, mit dem Fahrradfaktor 20. Also enorme natürlich Flächenverbräuche in der Stadt, die für alle anderen Dinge dann nicht zur Verfügung stehen.
In der Zwischenzeit gibt es ja schöne Varianten, um das darzustellen, wie das solche Dinge auch aussehen können, um darauf aufmerksam zu machen, Aktionen, immer die sogenannten Gehzeugaktionen, nicht nur hier in Salzburg, wo ich dabei war, auch, sondern hier auch im asiatischen Raum, wo das darauf aufmerksam gemacht wird, eigentlich wie viel Fläche für insbesondere auch den ruhenden Verkehr, aber auch den fließenden Verkehr in unseren Städten nach wie vor bereitgestellt wird und damit allen anderen Formen der Mobilität, des Aufenthalts, der Begrünung, die dringend notwendig ist, in unseren Städten eigentlich fehlt. Nun, natürlich gibt es schöne und spannende Konzepte hier, wie man heute städtischen Raum und Verkehr, auch hier im Beispiel eben des öffentlichen Verkehrs und insbesondere des schienengebundenen, gut miteinander verknüpfen kann. Das können auch ökologischen Mehrwert bilden, ein Beispiel aus Barcelona, eines öffentlichen Raums. Auch hier leben die Leute noch, obwohl es keine Stellplätze vor der Haustür gibt, niemand ist verhungert, alle Häuser stehen noch. Das heißt, auch hier sind es schöne Beispiele, wie eigentlich zukunftsweisende Verkehrssysteme funktionieren können. Und das muss nicht nur im kleinen Maßstab passieren, sondern das kann auch im Großen gut funktionieren. Das klassische Beispiel aus Seoul in Südkorea, das heißt, hier wurde eine Stadtautobahn errichtet, ähnlich der Südosttangente, auch von der Größenordnung her. Sie hatte dann Ende der 1990er Jahre in etwa fast 200.000 Fahrzeuge pro Tag. Drunter war ein Fluss, der zugedeckelt wurde. So hat das dann ausgesehen am Beginn im Betrieb, also eine aufgeständerte Autobahn wie bei uns eben die Südosttangente. Und Anfang der 2000er Jahre wurde darüber diskutiert, ob diese Autobahn relativ aufwendig saniert werden sollte oder abgetragen werden sollte. Und der Bürgermeister hat sich damals entschlossen, mit vielen Diskussionen das abzutragen, kein Ersatzsystem zu installieren und diesen Fluss, der unterirdisch immer bestanden hat und mit den Betonplatten zugedeckt war, wieder freizulegen. Und damit natürlich eine andere Form des Verkehrs zu fördern, nämlich des Fußverkehrs, des Radverkehrs, der aktiven Mobilität, auch des öffentlichen Verkehrs, ohne dass es hier irgendeinen Bypass oder eine Umfahrungsstraße parallel dazu gegeben hat. Und so schaut es heute aus. Ein paar Relikte stehen noch dort in Erinnerung und vielleicht ein bisschen als ein Mahnmal an die alte, überholte Form der Mobilität, insbesondere im städtischen Raum. Und es gibt natürlich auch andere Beispiele aus Barcelona, die sogenannten Superblocks. Das würde jetzt zu weit führen, im Detail das alles noch aufzuzeigen und zu erklären, wo eben auch versucht wird, öffentlichen Raum temporär anders zu nutzen, wo Beispiele gezeigt werden den Menschen, wie sie öffentlichen Raum wieder in Anspruch nehmen können und sollen und wie auch wieder ausprobiert wird mit Dingen, ohne dass gleich baulich etwas umgesetzt wird, wie diese Dinge aussehen können und wie öffentlicher Raum insgesamt anders aussehen kann. Genau, und da werden eben versucht, quasi wirklich zusammenhängende autofreie Bereiche zu schaffen, so in einem Raster von ca. 400 mal 400 Meter, Autoverkehr draußen, drinnen höchstens für Zulieferungssysteme oder mobilitätseingeschränkte Systeme, aber vor allem für den Fuß- und Radverkehr oder bestenfalls für den Zulieferverkehr geschaffen. Genau, und vielleicht das bekannteste Beispiel auch in Wien, ich war ja da auch involviert in den Planungsprozessen auch, man hat also ein typisches Beispiel, 60.000 Fußgänger im Querschnitt und 10.000 Fahrzeuge, das heißt, es war naheliegend, hier ein anderes System zu etablieren. Der Querschnitt wurde natürlich dem Gesamten nicht gerecht. Das heißt, wesentliche Verkehrsart waren eigentlich die Fußgänger, obwohl man sie in der Straße nie wahrgenommen hat. Und natürlich sieht man hier ganz offensichtlich und deutlich, wie, wenn die Verkehrsinfrastruktur verändert wird, sich A, nicht nur das Verhalten verändert, sich die Aufenthaltsfunktion im öffentlichen Raum verändert und wie das dominierende Element im öffentlichen Raum und aller Städte, Siedlungen, Dörfer wieder auch zurückkehrt, nämlich der Mensch, der ja, wie man vorher gesehen hat, relativ stark in die Randbereiche zurückgedrängt war. Wien hinkt bei solchen Dingen immer ein bisschen nach. Pop-up-Radwege, man kann solche Dinge immer auch fördern natürlich, sind in der Zwischenzeit leider wieder abgebaut worden im Vergleich zu anderen Städten. Also man muss auch sagen, in der Zwischenzeit hat hier Wien sehr viel Anschluss verloren und hier tut sich im internationalen Bereich sehr, sehr viel mehr im Vergleich eben auch zu Wien. Hier versucht man irgendwie so die autogerechte Klimamusterstadt umzusetzen. Ja, das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank und ich freue mich auf spannende Fragen und Diskussionen. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Harald, für diesen total spannenden Vortrag, der außerdem sehr positiv war, was wir alles gewinnen können, wenn wir den Raum neu aufteilen, welche Lebensqualität wir da zurückgewinnen können. Es sind viele Fragen gekommen. Ich fange jetzt einfach bei denen einmal an, die am meisten gewotet worden sind.
Ja, also spannend wäre, ist die Frage gekommen, wie viel Prozent der CO2-Treibhausgasemissionen der Pkw-Lkw-Verkehr im Vergleich zum Flugverkehr ausmacht. Also wie würdest du das im Flugverkehr vergleichen, in Österreich speziell, aber auch weltweit? Also das Problem ist, weltweit hat der Flugverkehr verhältnismäßig noch immer relativ wenig, aber hat natürlich die stärksten Steigerungsraten. Wir sind hier im einstelligen Prozentbereich. National ist das Problem, dass zwischen dem, was er tatsächlich ausstößt, wenn man die Starts und Landungen berücksichtigen würde, also würden wir alle CO2-Emissionen, die in Österreich anfallen, weil bei uns sozusagen gestartet wird und dann irgendwo hingeflogen wird in der Weltgeschichte messen, würde es ganz anders aussehen. De facto ist es ja so, dass bei uns nur jener Anteil gemessen wird, der tatsächlich innerhalb von Österreich emittiert wird. Das heißt de facto nur Inlandsflüge mehr oder weniger oder halt die Starts und die paar Kilometer, bis sie die nationale Grenze überschreiten. Das ist ein großes Problem in der Klimadiskussion, nämlich dass hier ein eklatanter Anteil am Flugverkehr sozusagen verschwindet, weil er in die nationalen Emissionsberechnungen nicht einfließt. In Österreich ist der Flugverkehrsanteil bei den CO2-Emissionen 0,3 oder 0,4% gemäß dieser Rechenmethode. Aber natürlich wissen wir, dass wir global gesehen einen enormen Beitrag liefern durch die Gesamtemissionen, weil bei uns halt genauso Flieger starten, die halt dann nach Bangkok oder halt New York unterwegs sind. Das heißt, das Problem, das wir beim Flugverkehr wirklich haben und im globalen Maßstab, kann man es dann wieder nur über die Gesamtemissionen hochrechnen, dass es wenig Steuerungsmechanismen gibt, die bis auf die nationale Ebene wirken. Und die es gibt, sind zahnlos. Ja, also Österreich ist ja ein gutes Beispiel, sehr kleine Länder, aber trotzdem einen nennenswerten Flugverkehr international, der aber in die Bemessungen überhaupt nicht einfließt. Das heißt, und das, was einfließt, ist über den europäischen Zertifikatshandel innerhalb von Europa sozusagen mehr als abgedeckt. Und das sind natürlich die großen Probleme beim Flugverkehr. Also innerhalb von Österreich nach der Messmethode einen ganz geringen Anteil, 0,3 bis 0,4%, bei diesen 24 Millionen Tonnen CO2. Im globalen Maßstab sind wir sozusagen im einstelligen bis knappen zweistelligen Prozentbereich. Danke dir. Dann war die Frage nach, sehr schwierige Frage nach Elektroautos in ökologischer Hinsicht, wobei ja auch gefragt wurde, wird das Carsharing in der Stadt für kurze Strecken verglichen mit eben Privatautos mit großen Reichweiten, ich nehme an von den Elektroautos jetzt gesehen. Also Elektroautos sind, und da gibt es ja auch zig Berechnungen dafür, sind ein kleiner Teil, aber sie helfen uns sicher nicht, die Klimaziele zu erreichen. Das heißt, also vollständig. Für Österreich heißt das, würden wir sofort alle Fahrzeuge auf Elektrofahrzeuge umstellen. Bei österreichischem Strommix derzeit, muss man dazu sagen, der sich ja auch eher in die Richtung steigende CO2-Emissionen entwickelt, weil wir mehr importieren von Jahr zu Jahr. Aber beim derzeitigen CO2-Mix würden wir nicht einmal die Hälfte der CO2-Klimaziele im Verkehr erreichen. Ja? Das heißt, wir brauchen also Maßnahmen, die abseits der rein technologischen antriebstechnologischen Komponenten zu suchen sind. Und das sind eben die Bereiche, die ich bereits vorher erwähnt habe, öffentlicher Verkehr, aktive Mobilität, Raum- und Siedlungsplanung, Geschwindigkeitsreduktion. Eine der günstigsten und wirksamsten Maßnahmen wäre sofort Tempo-Reduktion auf den Autobahnen und Schnellstraßen, Stichwort Tempo 100, Temporeduktion auf den Landesstraßen von 100 auf 80. Würde wenig kosten, würde sofort wirken, würde auch nennenswerte CO2-Einsparungen bringen. Beim Themenbereich Carsharing ist eine Nische, und zwar eine Nische insbesondere sozusagen für Freizeitwege oder für Wege, die ich halt nicht mit dem öffentlichen Verkehr zurücklegen kann, in dieser Größenordnung. Es gibt schöne Untersuchungen, wo man sieht, Leute, die insbesondere zum stationsbasierten Carsharing, also nicht die Free-Floating-Systeme, die herumstehen, sondern die, wo ich zu einer Station hingehen muss, dass die Leute am Beginn das häufiger nützen und nach einem halben, dreiviertel Jahr und Jahr diese Nutzungshäufigkeit zurückgeht, weil sie natürlich ihr Mobilitätsverhalten anpassen an den öffentlichen Verkehr und schauen, eigentlich brauche ich das Auto doch nicht so häufig, wie ich vielleicht am Anfang noch geglaubt habe. Das heißt, das Carsharing ist ein kleiner Baustein, ist aber nur ein ganz kleiner. Und CO2 und Elektromobilität allgemein natürlich die Themen
Es gab ja auch einmal schöne Untersuchungen, also wenn so ein Auto produziert wird, was hat es eigentlich am Tacho, wenn man die CO2-Emissionen umrechnet? Also wenn ich heute ein Auto beim Händler neu kaufen würde, wo quasi 0 Kilometer am Tacho stehen und ich rechne die CO2-Emissionen durch die Produktion um, sind das in etwa 60.000 bis 80.000 Kilometer, die es sozusagen am Tacho hat, allein durch die Produktion. Und beim Elektroauto ist es geringfügig mehr durch die Batterie. Ohne Recycling-Diskussion noch sind wir auch so bei 80.000 Kilometer. Das hängt natürlich von der Fahrzeuggröße und der Ausstattung ab. Aber so bei 60.000 bis 80.000 Kilometer sind schon mal oben und da bin ich noch nichts gefahren. Nur durch die Produktion. Und das gilt natürlich auch für das Elektroauto genauso. Ja. Dann war da eine lokale Frage, was du zu den Plänen für eine U-Bahn in Graz sagst, beziehungsweise ob es sinnvoller wäre, bereits bestehende Strukturen, Straßenbahn, Bus, Radweg und so weiter auszubauen. Natürlich. Erstens immer Bestand nutzen, bevor neu bauen oder neu kaufen. Das gilt für Produkte genauso wie für Autos, wie für Verkehrsinfrastruktur. Das heißt, und in Graz kommt ja noch dazu, dass es keine U-Bahn-Stadt ist von den Distanzen und von den Strukturen, sondern es ist eine Straßenbahnstadt. Das heißt Straßenbahn und Fahrradstadt. Und diese beiden Dinge, mit diesen beiden Dingen könnte ich das System natürlich super bewerkstelligen. Die U-Bahn, und das gilt für Wien in den Diskussionen zum Teil in der Zwischenzeit genauso, ist natürlich bequem, weil ich an der Oberfläche dem Auto nichts wegnehmen muss und quasi mit baulichem hohem Aufwand unten ein Prestigeprojekt realisieren kann, das wenig Veränderungswirkung erzeugt, weil es eben oben nichts wegnimmt. Nur neu bauen alleine im öffentlichen Verkehr bringt nichts, wenn ich nicht gleichzeitig dem Auto das Autofahren unattraktiver mache. Und in dem Fall handelt es sich einfach um ein teures Projekt, das wenig Nutzen erzeugt. Zumal ja die Einpendler von draußen mit der Schnellbahn vor allem kommen, beziehungsweise mit dem Zug, und dann erst wieder umsteigen müssen auf die U-Bahn. Das heißt, es gibt da noch einmal Systembrüche. Und das ist natürlich meiner Meinung nach überhaupt nicht sinnvoll. Und ich kann natürlich mit einem Bruchteil des Geldes die in der Pipeline ohnehin lang schon diskutierten Straßenbahnprojekte und notwendigen umsetzen. Und wenn ich Straßenbahn und Rad in Graz gescheit attraktiviere, da brauche ich keine U-Bahn dafür. Und abgesehen davon, die sind viel, viel wirkungsvoller als die U-Bahn, klarerweise nicht. Allein die Höhenunterschiede, ich habe es vorher erwähnt, das ist rauf und runter, das sind natürlich enorme Widerstände. Man weiß ja selber in Wien, du fährst ja nicht für eine Station mit der U-Bahn, sondern da fahre ich halt mit der Straßenbahn oder gehe zu Fuß. Ne? Das heißt, die macht nur Sinn bei längeren Distanzen und da bist du in Graz von einem Ende schon wieder draußen beim anderen. Ne? Also das bringt nichts. Also das war eine sehr eindeutige Antwort, ja. Gut. Dann war noch die Frage, ob du vielleicht Zahlen hast über den Verkehr seit der Pandemie. Hatte die Pandemie wirklich einen Einfluss auf den Verkehr? Im ersten Lockdown hat es so gewirkt, aber jetzt ist das subjektive Empfinden eben, dass wieder genauso viele Autos fahren wie vorher, die Öffis eher gemieden werden. Das Einzige, was wahrgenommen wird, ist, dass mehr Radfahrer unterwegs sind. Wir haben letztes Jahr im Auftrag der Stadt Wien eine relativ umfangreiche Studie auch zum Thema gemacht, auch im Zusammenhang mit den temporären Begegnungszonen und den Pop-up-Radwegen, wo ich das Beispiel auch gezeigt habe. Und wir haben damals auch Verkehrserhebungen durchgeführt. Und da hat sich natürlich gezeigt, dass im ersten Lockdown das wirklich deutlich nach unten gegangen ist und dann aber ganz rasch wieder angestiegen ist und gerade im Autoverkehr rasch das Vorherniveau erreicht hat. Ich traue mich zu bewerten, dass jetzt vor allem am Wochenende wir ein höheres durchschnittliches Verkehrsaufkommen im Straßenverkehr haben, zum Teil vielleicht sogar auch untertags. Im Summe natürlich noch ein bisschen weniger, weil wir noch Homeoffice haben, weil wir sozusagen immer wieder so oszillieren. Also übers Jahr und über den Durchschnitt gesehen sind wir sicher noch darunter. Aber die große Problematik ist, dass wir heute einfach viele im Auto wieder drinnen haben, die vorher im öffentlichen Verkehr unterwegs waren. Das heißt, im öffentlichen Verkehr haben wir, je nachdem, ob es gerade offen ist oder nicht, oder gerade Lockdown, eben so bestenfalls 60% der Fahrgäste sowohl in der Stadt als auch über Land, im Fernverkehr noch weniger, klarerweise, aber 60% in den städtischen U-Bahnen sozusagen im besten Fall von vorher. Das heißt, hier haben wir drastische Einbrüche und dort sehe ich auch das größte Problem, nämlich, dass man es schafft, den Leuten wieder zu verklickern, dass Öffi-Fahren nicht lebensgefährlich ist. Ja? Das heißt, das ist, glaube ich, die große Herausforderung, weil solche Dinge, also das, was jetzt insgesamt gesellschaftlich läuft, hier werden natürlich Verhaltensmuster eintrainiert,
die über den jetzt langen Zeitraum nicht sofort wieder sozusagen fallen gelassen werden, auf allen Ebenen der Gesellschaft. Und das ist, wird auch im Verkehr so sein. Das heißt, der Öffentliche wird es jetzt sicher ein paar Jahre schwieriger haben. Und gleichzeitig wäre das natürlich Anspruch und Anforderung an die Politik, hier sozusagen nachzubessern. Ja, also ich nenne nur ein Beispiel. New York hat beispielsweise das gleichzeitig mit den Lockdowns oder danach auch Busspuren zusätzliche installiert. Das heißt, Fahrflächen dem MIV, dem Autoverkehr weggenommen und dafür den Busverkehr beschleunigt, weil man gesagt hat, Leute, die im öffentlichen Verkehr jetzt unterwegs sind, die sollen es wenigstens sozusagen komfortabel haben und sollen auch da schneller an ihr Ziel kommen. Das heißt, hier gibt es natürlich Steuerungsmöglichkeiten oder die Pop-up-Radwege, die ich gezeigt habe. Berlin hat ja schon gesagt, die viel mehr haben und die auch die permanent umsetzen werden. Also hier gäbe es ein Window of Opportunity oder gab es, muss man in der Zwischenzeit sagen, das leider Gottes auch wiederum nicht genutzt wurde, hinsichtlich der Ökologisierung im Verkehr insgesamt. Okay. Dann eine Frage an euch beide. Wie gefährlich ist das Fahrradfahren in Österreich? Gibt es Zahlen bezüglich Unfällen? Ist in der Stadt gefährlicher als am Land? Kann man da was sagen? Ja, gefährlicher in der Stadt als am Land glaube ich nicht. Ich habe mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit einmal aufgenommen, wie ich alle diese Daten gesammelt habe. Es ist so, dass im Allgemeinen mit erhöhtem Radverkehr die Unfallzahl auch zunehmen kann, aber insgesamt, ich habe ja die Daten von Dänemark und Holland gezeigt, also dort, wo Radverkehr wirklich gefördert wird, da gehen die Gesamtunfallzahlen zurück. Harald, hast du vielleicht noch genauere Daten? Für Österreich müsste ich jetzt auch genau nachschauen, aber genau dasselbe, was du gesagt hast, wollte ich auch sagen. Natürlich kann die Zahl der Radverkehrsunfälle ansteigen, aber es zeigt sich dann überall, dass die Gesamtzahl der Unfälle zurückgeht. Das heißt, je mehr Leute Rad fahren, desto sicherer wird das Gesamtverkehrssystem. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das dann Strukturen sind, die einfach aktive Mobilität insgesamt fördern und damit wird das Geschwindigkeitsniveau gesenkt, damit werden die Straßenquerschnitte natürlich anders gestaltet. Das heißt, da entsteht natürlich ein Mehrwert im Gesamtsystem. Und letztendlich ist für mich der Indikator der Unfälle gar nicht so relevant. Relevant ist die Unfallschwere und letztendlich die Zahl der Getöteten oder Schwerverletzten, wenn man so will. Die Zahl der leicht Verunfällten ist noch nicht unbedingt aussagekräftig über die Gesamtsicherheit im System. Vielen Dank. Ich glaube, in Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde werden wir das jetzt hier leider beenden müssen. Ich bedanke mich herzlich für den wunderschönen Abend und wünsche Ihnen eine gute Nacht.